weil wir in der Entwicklungszusammenarbeit zu lange davon ausgegangen sind, dass wir anderen helfen müssen. Und sozusagen Entwicklungszusammenarbeit als Entwicklungshilfe zu unserer eigenen Gewissensberuhigung unternommen haben. Und das, glaube ich, ist der falsche Ansatz. Wir müssen die Menschen ertüchtigen, dass sie die Dinge, die sie selber tun können, auch selber tun. Und dass sie von uns unterstützt werden bei dem, was sie vielleicht nicht können oder wo Möglichkeiten mit Know-how-Transfer, aber auch mit Finanzierung und so weiter, die wichtigen Dinge, die notwendig sind, angestoßen werden. Es geht vor allem um wirtschaftliche Entwicklung. Es geht, wie die Kanzlerin einmal gesagt hat, statt Entwicklung Zusammenarbeit um wirtschaftliche Entwicklung. Vor allem muss Europa überhaupt erstmal eine einheitliche, gemeinsame Afrikapolitik entwickeln. Wir haben zurzeit in Europa zum Beispiel die Nachbarschaftspolitik, die sich mit den 5 Ländern in Nordafrika vor allem befasst und dann im Nahen Osten und im Balkan und Subsahara-Afrika zusammen mit den Staaten in der Karibik und dem Pazifik. Das ist sozusagen das alte Setting aus der Kolonialzeit und das ist überholt. Wenn Europa zunehmend eine geopolitische Rolle spielen will oder muss sogar, dann sollte, wie es auch Jean-Claude Juncker in seiner letzten Rede State of the Union gesagt hat, sollte Europa einen Vertrag mit ganz Afrika machen. Nein, ich glaube das nicht. Man kann nur versuchen, sich bewusst zu machen, wie man in Afrika lebt, wie man in Afrika denkt, was den Menschen dort möglich ist und was ihnen vielleicht auch nicht möglich ist. Wir werden auch für die Entwicklung Afrikas nicht die Welt neu erfinden können. Es wird um wirtschaftliches Wachstum, um Investitionen und um Arbeitsplätze gehen müssen. Aber trotzdem sind kulturelle Besonderheiten einfach durch das Klima, durch verschiedene Entwicklungen, die in ganz unterschiedlichen Regionen Afrikas auch ganz unterschiedlich verlaufen sind, zu beachten. Und ich glaube, dass es sich lohnt, bewusst zu machen, dass eigentlich alles, was wir bisher tun, doch ein eurozentristischer Blick ist. Das ist auch nicht weiter schlimm, wenn man sich dessen bewusst ist. Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, macht man allerdings viele Fehler. Ich glaube, die nächsten 5 Jahre sind gar nicht das Entscheidende. Ich glaube, dass wir zum Beispiel den Migrationsdruck aus Afrika, dass Menschen einfach, junge Männer vor allem, aber überhaupt Menschen, Afrikanerinnen und Afrikaner, auf der Suche nach einem besseren Leben, nach Perspektiven für ihre eigene Entwicklung, sich auf den Weg nach Europa machen, das ist etwas, was über Jahrzehnte eine Rolle spielen wird. Gerade wenn es den Menschen besser geht, wenn wir erfolgreich Armut bekämpfen mit der Entwicklungszusammenarbeit, werden eher mehr Menschen überlegen, ob sie nach Europa kommen wollen. Und da wir nicht alle aufnehmen können, müssen wir darüber reden, wie auch Lösungen in Afrika für gerade gut ausgebildete Menschen entstehen, dass sie gut bezahlte Jobs bekommen und dass sie auch in den Strukturen, die in Afrika oft Strukturen sind, die von den Alten geprägt sind, dass das überwunden werden kann und echte moderne Entwicklung stattfindet.